Leute, beim Thema Drogen haben wir in den letzten Jahren vor allem eins gelernt. Cannabis ist kein Brokkoli. Okay. Ja, okay. Fakt ist, nach fast 4 Jahren großer Koalition hat sich bei der Legalisierung von Cannabis nicht viel getan. Aber ist das zeitgemäß? Irgendwie wissen wir ja alle. In jedem Pusemuckeldorf in Deutschland kriegen sie Cannabis. Bald ist Bundestagswahl und das Thema Drogen spielt auch in den Wahlprogrammen der Parteien eine Rolle. Mal mehr, mal weniger. In diesem Video checke ich, was die Parteien da so planen und in welchen möglichen Koalitionen sich bei der Legalisierung von Cannabis richtig was tun könnte. Und ich habe überraschende News von der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig für euch und auch direkt mal bei ihr nachgefragt, ob sie nach der Wahl ihren Job weitermachen will. Ja, sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit ihren Fragen. Okay? Ja, okay, los geht's. Hier kommt unser Cannabis-Parteien-Check. Leute, ich weiß ja, viele von euch sind nicht gerade die größten Fans von unserer Drogenbeauftragten. Aber selbst sie als große Brokkoli-Gegnerin hat gerade etwas gesagt, was man von ihr so nicht erwartet hätte. Und zwar, dass sich Deutschland beim Thema Cannabis ruhig mal was von Portugal abschauen könnte. Da ist nämlich der Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf schon vor vielen Jahren entkriminalisiert worden. Das hat auch gesundheits- und präventionspolitisch viele Vorteile. Bei uns sieht es momentan noch ganz anders aus. Der Besitz, Anbau, Verkauf und Handel von Cannabis ist illegal. Und wenn man erwischt wird, droht je nach Menge eine Geldstrafe oder sogar bis zu 5 Jahren Haft. Was Daniela Ludwig genau zum portugiesischen Modell gesagt hat, dazu erzähle ich euch später noch mehr. Aber nicht nur wegen ihr habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass beim Thema Cannabis bald echt was gehen könnte. Denn mittlerweile haben einige Parteien echt Bock, was an der Drogenpolitik in Deutschland zu ändern. Checken wir doch mal, was die Parteien in den Wahlprogrammen fordern. Und vor allem eine Partei hat da einiges vor. Die Linke. Über eine Seite lang geht es im Wahlprogramm der Linken um Drogen. Und erstmal macht sie klar, Rausch ist auch eine kulturelle Frage. Wir wollen den Wunsch nach Rausch nicht moralisch werten. Er ist ein Bestandteil der Kultur, auch wenn damit Risiken und mögliche Schäden verbunden sind. Die Linke findet, Drogen und Sucht sind ein Spiegel der Gesellschaft. Sie wünscht sich eine wissenschaftliche Prüfung der bisherigen Drogenpolitik. Momentan würde die nämlich vor allem zu mehr Risiken für die Konsumierenden führen, also zum Beispiel durch Streckmittel wie Haarspray oder Blei. Und außerdem geht für die Linke zu viel Geld für die Strafverfolgung drauf. Heute fließen 80% der Mittel im Bereich Drogen in die Kriminalitätsbekämpfung und nur 20% in Prävention und Hilfe. Und das ist ein absurdes Missverhältnis. Das Interessante ist, der Linken geht's nicht nur um Cannabis. Und das ist auch nichts Neues bei der Partei. 2011 wollte sie schon mal Drogen wie Kokain und Heroin legalisieren. Aber klar, die Linke will jetzt auch nicht, dass jeder Vogel ungestraft mit 10 Kilo Koks rumlaufen kann. Im Wahlprogramm schreibt sie, wir wollen die Kriminalisierung von Konsumierenden beenden. Dafür sollen für häufig gebrauchte Drogen bundeseinheitliche Höchstmengen festgelegt werden, bei deren Besitz keine Strafverfolgung erfolgt. In diesen Fällen muss die Strafverfolgung durch Beratungs- und Hilfsangebote ersetzt werden. Es geht da also um eine Entkriminalisierung der Konsumierenden bei häufig gebrauchten Drogen. Und damit sind übrigens auch Ecstasy, Speed und Crystal gemeint. Ja, und jetzt ratet mal, wie die Linke zu Cannabis steht. Die einen trinken ein Feierabendbier, die anderen rauchen ein Feierabendjoint. Was ist das Problem? Die Legalisierung von Cannabis fordert die Linke deswegen auch im Wahlprogramm. Sie will den Besitz und sogar den Anbau erlauben. Also wenn es nach der Linken geht, ist die Verbotspolitik bald Geschichte. Ganz anders sieht's aus, wenn man mal nach ganz rechts schaut, zur AfD. Die sagt klipp und klar, wirkungsvoller Gesundheitsschutz ist nur über die gänzliche Ablehnung von jeglichem Drogengebrauch möglich und wichtig. Während die Linke in ihrem Wahlprogramm über eine Seite zur Drogenpolitik schreibt, sieht es bei der AfD ganz, ganz dünn aus. 2 Sätze gönnt sie sich zu dem Thema. Zum einen soll Cannabis nur in der Medizin verwendet werden, unter ärztlicher Aufsicht. Zum anderen befürwortet sie den Ausbau der suchtpsychiatrischen Versorgung für eine dauerhafte Abstinenz von Drogen. Ja, was soll ich sagen? Mehr gibt's da nicht zu finden. In der Vergangenheit hat sich die AfD aber konsequent gegen eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen. Nicht über die Legalisierung darf nachgedacht werden, vielmehr sind ernsthafte Unternehmungen erforderlich, um konsequent und hart gegen illegale Einfuhr und Handel vorzugehen. Also für die AfD lieber Null-Toleranz-Politik als große Experimente. Daran wird sich wohl nach der Wahl nichts ändern. Weiter geht's mit einer Partei, die jetzt seit 8 Jahren in der Regierung sitzt und damit schon einiges hätte angehen können. Der SPD. Und
die geht mittlerweile auch auf Distanz zur bisherigen Drogenpolitik. Wir wollen raus aus der Verbotspolitik, die nämlich am Ende schadet und nicht nützt. Tatsächlich hat sich bei der SPD in der letzten Legislaturperiode was getan. Vergangenes Jahr hat die Bundestagsfraktion sogar ein offizielles Positionspapier rausgehauen, mit dem sie die Verbotspolitik ablösen wollte. Beim Thema Cannabis zeigt sich die SPD mittlerweile also offen. Ihrer Meinung nach habe das Verbot den Konsum nicht gesenkt, effektive Suchtprävention verhindert und Justiz und Polizei viel zu viel gekostet. Der Plan der SPD ist aber eher so ein vorsichtiges Rantasten. Erstmal soll das Ganze kontrolliert ausprobiert werden. So steht es auch im Wahlprogramm. Eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll in Modellprojekten von Ländern und Kommunen erprobt werden können, begleitet durch Maßnahmen der Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich. Die SPD will außerdem bundesweit durchsetzen, dass der Besitz kleiner Mengen Cannabis nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Für ihr Umdenken gab es sogar schon Props aus der FDP. Die SPD hat ja nun schon ein bisschen vom Baum der Erkenntnis gelutscht und im Februar beschlossen, sie wollen auch Modellprojekte. Das klingt irgendwie eklig, aber gute Überleitung. Was will eigentlich die Partei der Freiheit, die FDP? Und woran soll sich ein freier Demokrat ein Beispiel nehmen, wenn nicht am Land of the Free? Die Liberalen schielen bei der Cannabispolitik einmal quer über den Atlantik. Ich bin in Kalifornien geboren und da ist Kalifornien gerade der optimale Staat, wo Cannabiskonsum eigentlich wenig kompliziert und auch frei gegeben wurde. Im Wahlprogramm schreibt die FDP deswegen auch das hier. Wir Freie Demokraten fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum für volljährige Personen zu erlauben. Ablaufen soll das Ganze über lizenzierte Fachgeschäfte. Das Ziel der FDP ist dabei, dass keiner mehr dreckiges Gras beim Dealer am Bahnhof kaufen muss und dass Jugendliche schwerer an das Zeug rankommen. Der FDP geht's aber natürlich auch noch um was anderes. Der Schwarzmarkt macht viel, nur eins macht er nicht, Steuern zahlen. Genauer gesagt, mindestens 1 Milliarde Euro. So viel Kohle könnte laut FDP in die Staatskassen fließen, wenn man Cannabis ähnlich wie Zigaretten besteuern würde. Das Geld will die FDP dann unter anderem für Prävention, Suchtbehandlung und Beratung ausgeben. Auf dem Parteitag der FDP im Mai hätte es sogar fast noch eine Revolution gegeben. Da haben nämlich über 60% der Delegierten für einen Änderungsantrag für das Wahlprogramm gestimmt. Der wollte eine Entkriminalisierung aller Drogen erreichen, nach Vorbild des portugiesischen Modells. Und da ging Parteichef Christian Lindner dann aber dazwischen und fragte ungefähr so, wisst ihr überhaupt, worüber ihr da abstimmt? Und einige wussten es oftmals nicht. Es wurde diskutiert und der Antrag wurde zurückgenommen. Auch wenn es um medizinisches Cannabis geht, hat die FDP Pläne. Damit will sie gerne die Wirtschaft ankurbeln. Ihre Vision: anbauen, anbauen, anbauen und dann exportieren. Cannabis made in Germany könnte ein neues Markenzeichen deutscher Wirtschaft sein. Wir würden den Menschen auf der Welt helfen und wir bei uns Arbeitsplätze schaffen. Schon im letzten Herbst hat sie dazu einen Antrag im Bundestag vorgelegt. Ins Wahlprogramm hat es diese Forderung allerdings nicht geschafft. Und Leute, die FDP könnte noch wichtig werden, denn besonders mit Blick auf die nächste Partei sehe ich bei dem Thema einige Übereinstimmungen. Und zwar mit den Grünen. Und die machen erstmal klar: Wir wollen einen Wechsel in der Drogenpolitik. Die Grünen wollen unter anderem an das Betäubungsmittelrecht ran und Hilfsangebote statt Strafverfolgung für Drogenabhängige. Und bei Cannabis finden die Grünen: Die Zeit, die ist reif für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Die Partei hat dafür schon länger einen Gesetzentwurf in der Tasche. Das Cannabis-Kontrollgesetz. Und das haben sich die Grünen auch in ihr Wahlprogramm gepackt. Und was soll das bringen? Unser grünes Cannabis-Kontrollgesetz sorgt für echte Qualitätskontrollen, wirksamen Jugendschutz und greifbare Hilfsangebote für Menschen mit problematischem Konsum. Und wie? Privatpersonen ab 18 Jahren sollen zum Beispiel bis zu 30 Gramm Cannabis oder 3 Cannabispflanzen kaufen und besitzen dürfen. Der Verkauf soll durch zugelassene Fachgeschäfte laufen und wenn es nach den Grünen geht, soll das Ganze eben auch gut Kohle bringen. Die Einnahmen aus der Cannabissteuer, die könnten wir für bessere Prävention einsetzen. Steuereinnahmen und Entlastung von Polizei und Justiz bringen zusammen geschätzt 2 Milliarden Euro jährlich. Das klingt doch so, als könnte es auch der FDP gefallen. Und was das für mögliche Koalitionen bedeutet, schauen wir uns gleich an. Davor müssen wir aber noch zum großen Bremsklotz für eine Cannabis-Legalisierung kommen. Die Union.
Also eins ist auch CDU und CSU klar, beim Thema Drogen geht es auch immer um Cannabis, keine Drogendiskussion ohne das Thema Cannabis. Wenn man das Wahlprogramm der Union liest, hat sich die Diskussion aber eigentlich ziemlich schnell erledigt, oder? Da steht nämlich das hier. Eine Legalisierung illegaler Drogen lehnen wir ab. Wer legalisiert, der stellt gerade nicht Gesundheits- und Jugendschutz in den Mittelpunkt der Drogenpolitik, entzieht sich seiner Verantwortung und lässt Betroffene sowie ihre Angehörigen mit den Problemen allein. Stattdessen will die Union Aufklärung sowie frühe und massentauglichere Sanktionen, die der Tat auf dem Fuße folgen. Und mehr Therapie- und Beratungsangebote. Okay. Ja, okay. Aber ich habe euch am Anfang des Videos ja schon erzählt, Daniela Ludwig hat gerade erst deutlich betont, dass sie bei Cannabis zumindest für einige Änderungen offen ist. Ich sage ganz klar, portugiesisches Modell, ja, bedenkenswert beim Thema Cannabis, absolut. Und zwar immer gekoppelt, wenn es dann im Ordnungswidrigkeitenrecht ist, mit einer Beratungspflicht für denjenigen, den man aufgreift. Das hat auch gesundheits- und präventionspolitisch viele Vorteile. Deswegen bin ich dem portugiesischen Modell gegenüber bei Cannabis offen. Kurz zur Erklärung. In Portugal gilt der Besitz von Drogen zum Eigenbedarf nicht als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit. Also wie falsch parken. Statt vor die Richterin werden die Leute zum Arzt oder zur Psychologin geschickt. Also bei der ganzen Sache handelt es sich um eine Form der Entkriminalisierung. Und das gilt in Portugal nicht nur für Cannabis, sondern zum Beispiel auch für Crystal Meth oder Crack. Portugal hat mit dem Modell übrigens Erfolg. Die Drogentoten sind zurückgegangen und außerdem hat die Polizei viel mehr Zeit, um die ganz großen Dealer zu jagen. Wichtig ist, Daniela Ludwig hat sich hier explizit nur auf Cannabis bezogen. Aber dass sie das im Wahlkampf so vor Kameras macht, kann man schon als ein gewisses Zeichen deuten. Man muss aber auch sagen, Ludwig hat sich auch schon früher mal hier und da vorsichtig positiv über das portugiesische Modell bei Cannabis geäußert. In der Union hat sich aber trotzdem nichts groß getan. Denn Fakt ist eben auch, ich entscheide das nicht alleine. Die Drogenbeauftragte kann nicht hergehen und sagen, ich entscheide über Legalisierung, ja oder nein. Es ist ein Meinungsbildungsprozess, der auch da drüben im Deutschen Bundestag übrigens stattfinden muss. Ja, das ist logisch. Aber weil wir jetzt wissen, wo die Parteien bei dem Thema so ungefähr stehen, habe ich mir mal für euch überlegt, in welchen möglichen Koalitionen sich beim Thema Cannabis nach der Wahl einiges ändern könnte. Also einmal im Schnelldurchlauf. Sollte es nach der Wahl ein Linksbündnis aus Grünen, SPD und Linken geben, werden wir wohl ziemlich schnell eine deutliche Veränderung in der Drogenpolitik sehen. Besonders der Linken ist das Thema wichtig. Auch eine Ampel aus SPD, FDP und den Grünen würde beim Thema Cannabis schnell andere Verhältnisse schaffen. Zumindest Modellprojekte sollten auf den Weg gebracht werden. Sobald aber die Union im Boot sitzt, wird es tricky. Am wahrscheinlichsten wäre eine Änderung noch in einer Jamaika-Koalition aus CDU-CSU, Grünen und FDP. So würden immerhin zwei Parteien eine liberalere Drogenpolitik unterstützen. Sollte es am Ende zu Schwarz-Grün kommen, dann würde die Sache meiner Meinung nach noch unwahrscheinlicher werden. Dann gibt es wahrscheinlich zu wenig Support. Man darf am Ende nicht vergessen, Drogenpolitik ist noch immer ein Nischenthema. Und in Koalitionsgesprächen wird da kaum eine Partei die rote Linie ziehen und sagen, ohne Cannabis, ohne mich. Das Thema könnte in Verhandlungen leicht geopfert werden, um in anderen Bereichen mehr rauszuholen. Wenn es am Ende aber um den Job der Drogenbeauftragten geht, interessiert mich persönlich sehr, hätte Frau Ludwig auch in einer neuen Regierung prinzipiell Bock, den Job nochmal zu machen? Ich habe doch mal nachgefragt und ich sag mal so, es war nicht so easy, da ein Statement zu bekommen. Nach ein paar Mal Nachhaken per Mail kam diese Antwort von ihrem Pressesprecher. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden über die Zusammensetzung des nächsten Deutschen Bundestages. Diskussionen im Vorfeld über die Vergabe von Funktionen verbieten sich von selbst. Okay. Okay. Dazu muss man aber sagen, so ein No-Go kann das ja nicht sein. Immerhin hat sich Ludwigs CSU-Parteikollege Andi Scheuer schon offiziell für 4 weitere Jahre als Verkehrsminister ins Gespräch gebracht. Ich persönlich würde sagen, das klingt jetzt eher so, als ob sich Ludwig Chancen auf einen anderen Job ausrechnet. Ludwig ist übrigens eigentlich auch keine Gesundheitspolitikerin. Achtung, sie kommt aus der Verkehrspolitik. Ob in dem Bereich wohl vielleicht irgendwo eine Stelle frei werden könnte? Fazit, faktisch waren wir in Deutschland noch nie so nah an einer liberaleren Drogenpolitik, wie wir es jetzt sind. Ganze 4 Parteien im Deutschen Bundestag sagen sich mittlerweile, ja, wir haben Bock, was zu ändern. Man muss aber auch sagen,
SPD, FDP, Linke und Grüne hätten auch schon in dieser Legislaturperiode gemeinsam eine Mehrheit im Bundestag gehabt. Die SPD hat aber die Füße stillgehalten, aus Rücksicht auf die Koalitionspartner CDU und CSU. Und das hat die Lage, mit der Union steht und fällt es am Ende. Sollte sie Teil einer neuen Bundesregierung werden, dann wird es schwierig, große Veränderungen in der Drogenpolitik auf den Weg zu bringen. Und danach sieht es zumindest in den Umfragen momentan aus. Zumindest eine Restchance besteht aber, dass sich auch dann etwas ändern könnte, am ehesten noch, wenn es Jamaika werden sollte. Und dann kommt es auch darauf an, wie wichtig das Thema Grünen und FDP am Ende in den Verhandlungen ist. Was meint ihr? Wird es in der neuen Legislaturperiode eine neue Drogenpolitik geben? Und welcher Koalition würdet ihr am ehesten zutrauen, da das Ruder rumzureißen? In die Kommis damit. Unser Abo-Button ist jetzt schon komplett breit. Breit aufgestellt, wenn es um politische Themen geht. Direkt draufklicken. Hier haben wir erklärt, was eine Drogenbeauftragte eigentlich alles so macht. Und beim Y-Kollektiv findet ihr eine Doku über die Drogenszene in Bremen.